Moin, moin, Matrosen, herzlich willkommen zu This War of Mine. Wir spielen den Tag 17 vom Story-Modus Vaters Versprechen, sind mit Adam auf der Suche nach Amelia. Und wenn ihr die nächsten Tage nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Tag 17. Okay. Fütter ich hier den Ofen ein bisschen. Und den auch. Aber ich habe wahrscheinlich immer noch keine ausreichende Menge an Teilen. Ich habe nur Holz. Okay. Ich gehe mal Radio hören, mal gucken, was es Neues gibt. Und dann muss ich nochmal mit Schaufel ins Krankenhaus. Vielleicht muss ich mir den Weg zur Krankenschwester frei graben. Klassische Musik und Lesen. Thermometer FM. Der Winter hat uns fest in seinem eisigen Griff. Viele Menschen sind in den letzten Tagen erfroren. Das einzig Gute daran ist der Rückgang der Kriminalität, da selbst Banditen sich nicht aus ihren Heimen wagen. Das freut mich doch. In der ganzen Stadt herrscht Wassermangel. Falls sie Schnee schmelzen, um Wasser zu erhalten, kochen sie es unbedingt vor dem Trinken auf. Und dann gibt es noch Radio 1. Die internationale Gemeinschaft hat Verhandlungen hinsichtlich der Möglichkeit einer militärischen Intervention in Graznavia aufgenommen, um einen Waffenstillstand zu erzwingen und somit sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe die Zivilbevölkerung erreicht. Ihr verhandelt ihr mal, das ist doch schön. Nein, ich will jetzt hier keine weitere Musik, weil da jemand garantiert die Rechte dran hat. Und spätestens, wenn man dann aus so einem Video ein YouTube-Video machen will, dann kommt jemand und sagt, das ist aber meins. So. Dann gehe ich mal ein bisschen Schnee schippen. Aber eigentlich bin ich auch müde und muss eigentlich auch ins Bett. Eine halbe Stunde Schnee schippen ist okay. Ach, und die... Oh, habe ich mich jetzt erschreckt. Hallo, Händler. Hast mich nicht gesehen, dass ich schon draußen war. Lass uns reden. So, was kann ich denn abgeben? Ich kann gar nicht so viel abgeben. Hier, die Diamanten kann ich abgeben. Ein Messer kann ich abgeben. Zur Not würde ich die kaputte Axt noch abgeben, wenn die noch was bringt. Was hast du denn anzubieten? Keine Materialien, das ist schlecht. Wenn ich das noch drauflege, auch dafür will er mir die nicht geben, okay. Ja, aber was will ich denn eigentlich? Er hat nicht so viel von dem. Hier könnte ich mir ein paar. Okay, den Diamant will er dann doch haben. Das Messer war wohl das Wertvollste an diesem ganzen Deal.
bisschen Zucker und nehme dafür Wasser. Ja, passt doch so. Vielen Dank. Mach es gut. Tschüss. So. Hungrig, müde, deprimiert. Das ist doch prima. Geh mal schlafen. So. Die Axt mit, die Schaufel mit. Und vorher das Krankenhaus auswählen. Brechstamme nehme ich zur Not auch mal mit. Nein, ich mache keinen Unsinn. Wie kommst du denn darauf? So. Da war ich schon. Hier drüben müsste es doch auch noch ein Treppenhaus geben. Ah, vielleicht, wenn ich hier durchs Untergeschoss gehe. Aber nee. Da hätte ich einen. So, komme ich hier hoch? Ja, komme ich. Dann kann ich hier mal alles weg. Weil ich muss ja eigentlich dann irgendwie noch eins höher. Das war jetzt einfach für die Füße. Okay. Komme ich hier noch höher? Oder dahin? Bin mir nicht sicher, wie ich dorthin komme. Hm. So, hier ist dann aber auch zu Ende. Also gehen wir mal ins erste Stockwerk, schauen uns da nochmal genauer um. Hm. Was ist denn, wenn ich das aufbreche? Kriege ich dann Ärger? Ah, da ist doch eine Krankenschwester. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Komm bitte später wieder. Wirst du mich verarschen? Einzige verbleibende Krankenschwester nach dem Bombenangriff. Ich muss mich um diesen Patienten kümmern. Sag mir was über die... Hallo? So viele Vorräte verloren. Ah, die will jetzt wahrscheinlich, dass ich irgendwas bringe. Ah. Was bist denn du für einer? Der ist soeben dazugekommen. Jetzt setzt sie sich wieder hin. Ich glaub's ja nicht. Hey, hast du ein 10-jähriges Mädchen gesehen? Bin auf der Suche nach meiner Tochter. Nein, tut mir wirklich leid. Bla bla bla. Ich hab nicht aufgegeben. Ich werde sie retten. Viel Hoffnung. Ja, Mann. Dann klicke ich hier mal auf diesen Medikamentenkoffer. Sie sehen nicht so aus, als bräuchten sie Hilfe. Die Frau im zweiten Stock sagte mir, du hast dir einen Kapuzenpullover gegeben. Um genau zu sein, gehört er meiner Tochter. Weißt du, wo sie ist? Oh, es waren einige Kinder hier. Vielleicht kann dir Dr. Jerimov helfen. Aber die Soldaten haben ihn letzte Nacht mitgenommen. Nein! Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Der Wachmann am Eingang weiß vielleicht etwas. Was den Kapuzenpullover angeht, ich habe ihn im zweiten Stock gefunden. Wäre dir dankbar, wenn du ihn hier ließest. Decken und warme Kleidung sind uns wirklich knapp. Okay. Tschüss. Also Soldaten am Eingang nach Dr. Jerimov fragen. Aber bevor ich gehe, würde ich... Ich hoffe halt, also ich weiß halt nicht genau. Der sagt, mach keinen Ärger. Kommen wir von da noch höher?
Okay, dann werde ich jetzt hier auf dieser Zwischenetage. Mir ein bisschen Holz schlagen. Ich hoffe, dann kriege ich dafür keinen Stress. Weil allein mit dem Hinweis auf Dr. Jerimov, das wäre schon arg. Arg wenig. Weil ich glaube, wenn ich einen Stuhl kaputt mache, dann kriege ich vielleicht Ärger. Ach so, nee, es ist nur dieser Tisch. Hä? Was auch immer es war. Na, bin ich froh, dass Puddle of Pooh hier nicht... Nee, Magnus der Rote hier nicht das Sagen hat. Oh, hi. Darf ich hier noch ein bisschen was klein hacken? Ich gehe auch weiter nach hinten, wo ich keinen störe. Ah, okay, das würde ich jetzt vermuten, gibt Ärger. Oder? Ich werde Luft schnappen gehen. Kann ich hier noch eine Tür zumachen? Nein. Was wäre denn da, wenn ich das mir klauen würde? Na, das lohnt sich nicht. Aber Kleinhacken finde ich gut. Und dann habe ich das so verwandelt, dass ich keine moralischen... Ach, nee, das ist alles Privatbesitz. Okay. Dann... Oh, shit. Shit, 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 shit. Schnell, schnell, schnell. Wo ist der Soldat? Lauf! Hier, ich will Jerimov wissen. Ich habe hier auf die Uhrzeit geachtet. Wo ist der Doktor? Wer hat erst gesagt? Ich bin auf der Suche nach ihm. Wird keiner Verfassung sein zu reden. In der Nähe des verlassenen Spielzeugladens. Sie bringen ihn zum Verhör. Rein zum Ausgang. Und während Adam nach Hause rennt, bedanke ich mich herzlich bei euch, dass ihr hier einschaltet und meine Videos schaut, statt irgendwie Privat-TV zu gucken oder sonst irgendwas Stumpfes zu machen. Ich freue mich über alle, die dabei sind. Ich freue mich über alle, die Kommentare oder sonstige Formen von Feedback hier lassen. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, schöne Grüße, macht's gut, der Klabautermann.